Willkommen, darf ich mich Ihnen kurz vorstellen? Mein Name ist Else von Hochwörth. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal meinen Namen irgendwo gehört. Ich möchte Ihnen erzählen, wie es damals war. Damals, als König Johann von Dänemark Dithmarschen erobern wollte. Auch möchte ich Ihnen von Wulf Isebrand berichten, Carsten Holm und den Krieg um Dithmarschens Freiheit. Denn ich war dabei. Dithmarschen, uns Heimatland, es belebt so allerhand, dat bewies uns din Geschicht, festigen brugst die nicht. König Jan von Dänemark, die haltet richtig satt, mit Dithmarschen Spuren scharf, se hossen sie'n stüren wat. Ein graudet Heer schick hei entland, 12.000 an de Toll. Junker Svens, de Förse an, to slong de Buren händol. War de Buhr, de Garde komm, von Mellep kommt sei her. Wie Gold und Silber schien dat her, dat rüstig und de Peer. Wulf Isebrand, dat wär ein Mann, mit faste Hand und Blick. Hey, triff de Buhren ganz hüri an, und mit so viel Geschick. De Hemmingste, das Lach vergibt man nie, nur so viel 100 Jorn. Dithmarschen stolte er, wer da mitgeboren. Und die, die nicht auf die Bühne rennen, müssen natürlich von hinten mitrufen, ne? Ja. Gut. So, das heißt, wir sind jetzt Szene 4. Setzt euch, Freunde. Hier ist die Kriegserklärung des dänischen Königs. Wir sollen uns ihm unterwerfen oder er marschiert in unser Land und nimmt es sich mit Gewalt. Moral und Kampfkraft. Unsere Bauern sind nicht zu überbieten. Heuchlerische Grafen haben uns bei unseren Vorfahren schon zweimal die blutigen Köpfe geholt. Auch den Dänenkönig werden wir zur Hölle schicken. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir kämpfen für unsere Freiheit und unseren Wohlstand oder wir leben in Knechtschaft und Armut. Ich sage euch, lieber tot als Sklave sein. Lieber tot als Sklav. 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 Ja, guten Morgen. Ihr seid hier im Dithmarscher Landesmuseum und wir wollen uns speziell informieren über die Schlacht bei Hemmingstedt. Wichtig für diese Schlacht sind auch die Verhältnisse im Inneren Dithmarschens vor 1500, bevor es zu dieser Schlacht kommt. Das werden wir uns jetzt mal ansehen und da fangen wir an, hier vorne links um die Ecke. Gut, auf geht's. Also, wir wollen uns in dieser Abteilung damit beschäftigen, wie Dithmarschen aussah, wie es innenpolitisch konzipiert war, bevor die Schlacht bei Hemmingstedt eigentlich begann. Und zugleich ist das auch so ein Zeitalter des Kirchenbaus gewesen, diese Jahrhunderte. Meldorf bezeichnet man ja als die Mutterkirche, ist die erste Kirche, die hier gebaut wurde in Dithmarschen. In den folgenden Jahrhunderten, also diese Kirche ist im 13. Jahrhundert gebaut und in den folgenden Jahrhunderten hat man dann immer weitere Kirchen gebaut und um jede Kirche herum gründete sich eine eigene Verwaltung.
Das heißt, da gab es zwischen den Kirchspielen permanente Widersprüche. Es gab dann darüber größere Auseinandersetzungen. 1434 führte das dazu, dass die vier nördlichen Dörften sich eine neue Hauptstadt suchten. Das wurde dann Heidestadt Meldorf. Und es führte dann dazu, dass 1447 in Heide ein neuer Rat gegründet wurde, das, was wir später die 48er genannt haben. Die Idee war, aus jeder dieser Dörfer wurden 12 Leute geschickt und die sollten so eine Art Aufsichtsfunktion haben. Dieser Rat sollte alle Probleme, die das ganze Land betrafen, irgendwie koordinieren und glücklich, zu einem glücklichen Ende führen. Das führte also dazu, dass Dithmarschen vor 1500, wenn wir uns das insgesamt so ansehen, doch ziemlich in sich zerstritten war. Das ist, glaube ich, man weiß es natürlich nicht, weil es zu wenig schriftliche Quellen gibt, aber man kann es sich auf dieser Basis leicht vorstellen, dass die Leute vielmehr ein Bewusstsein davon hatten, ich komme aus diesem oder jenem Kirchspiel, als ein Bewusstsein davon, ich bin ein Dithmarscher. Ja. Okay, wir stehen hier vor dem Gerichtssaal von Markus Wien. Markus Wien ist der Mann auf diesem Bild. Markus Wien war ein 48er. Das heißt, er gehörte zu dieser Gruppe von Beratern, die zusammengekommen sind und die ursprünglich die Aufgabe hatten, in Konflikten zwischen den Kirchspielen vermitteln zu wirken. Diese Gruppe der 48, wie sie sich später nannten, Regenten, hat sich dann immer mehr verselbstständigt und bildete am Ende sowas wie die erste Landesregierung von Dithmarschen. Und nach 1559 hat er dann den Saal begründet, in dem er zu Gericht saß, in dem aber auch der Herzog wohnte, wenn er bei ihm vorbeikam. Haltung ein bisschen besserer. Ich komme mit einer Nachricht von König Johann von Dänemark an euch Dithmarscher. Drei Schlösser will unser König und Herr in eure Lande legen. Nach Meldorf 1, an den Elbstrom 1 und das dritte an die Lundener Fähre. Dies Land ist unser. Wir haben es im Kampf der Sturmflut abgerufen. Recht hat er. Genau, so ist es. Gehört, hört. Gut gesprochen. Unser altes Recht, unser alter Mut, so werden wir nicht zu Schanden. Wir bangen vor keinem Königszorn, wir, die das Meer bezwungen. Noch lebt der Gott, der bei Bornhöft auf unserer Seite gestanden. Und er wird uns wieder zur Seite stehen. Richtet deinem König Folgendes von den Dithmarschen aus. Er mag nur kommen. Wir haben aus keines Königs Hand ihm dies Land zu lehnen genommen. Wir sind zudem von aufrechtgehend versteift in unsere Hälsen. Und wer seine Schlösser auf Marschgrund baut, der baut sie nicht auf Felsen. Okay, so. Also, jetzt erkläre ich, wie es gleich läuft. Die fangen gleich an, rufen hoch, lebe Wulf Isebrand. Und ich gebe euch ein Zeichen. Und wenn ich so mache, lauft ihr auf die Bühne und ruft auch hoch, lebe Wulf Isebrand. Okay? Dann, was war unser letzter Satz? Wer seine Schlösser auf Marschgrund baut, der baut sie nicht auf Felsen. Und wer seine Schlösser auf Marschgrund baut, der baut sie nicht auf Felsen. Hoch lebe Wulf Isebrand! 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 Super! Hier sind wir jetzt auf dem Geschlechterfriedhof von Lunden. Dieser Friedhof, der ist bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Zentralfriedhof hier gewesen. Kann man sich vorstellen, dass im Laufe der Zeit, dass das alles ein bisschen eng war. Hier waren überall Gräber dazwischen und dann hat man außerhalb des Ortes einen neuen angelegt. Was man aber gemacht hat, man hat die alten Gräber aus der Bauernrepublik und aus dem Mittelalter erhalten. Ja, hier sind wir jetzt in einem typischen Grabkeller. Diese Grabkeller, die sind so bestückt gewesen mit den Särgen, sind keine Erdbestattung gewesen, sondern sind aufgebahrt gewesen. Nur sind hingestellt worden. Hier haben wir das einmal,
können wir das mal so sehen, wie man sich das vorstellen muss. Da steht ein Sarg auf so ein Eisengestell. Das ist eine sogenannte zweite Reihe. Die erste Reihe hat auf den Kleinstein gelegen. Irgendwann vermodert er, fällt runter, liegt alles rum. Jetzt hier zum Beispiel sind wir in dem Keller oder der Grabstätte der Suleiman. Suleiman ist plattdeutsch und heißt Säule. Hier, das ist nämlich auch das Wappen der Suleiman, die Säule. Hier haben wir nochmal so verschiedene Wappen. Hier einmal so ein Doppeladler, dann hier noch einmal ein Baum mit zwei Hunden dran. Da gibt es immer ganz, ganz verschiedene. Oder zum Beispiel bei den Zwien, das ist dann ein Zweig, eine Kluft der Nannen. Die haben dann dieses Wappen der mit dem Adler und der Lilie und oben drüber ein Schwein. Mhm. Also sie waren damals stolz auf ihren Namen, Schwein. Das ist hier eine Grabstelle der Nannen. Das ist die große Nannenstele, nennt sich die. Also wir stehen hier über dem Grabkeller. Da vorne ist der Eingang und hier ist dann der Stein. Und dieser Stein ist besonders gut erhalten, weil er die ganze Zeit gestanden hat. Und man kann auch schön drauf lesen, was da drauf steht. Der erste steht hier. Olde Peter Hans Nanne. Nann, nur mit einem N. Regente, das ist einer von den 48er gewesen. Zwei Regimenter sind in Heide in Stellung gebracht. Meldorf hingegen hat nur 200 Mann zur Verfügung. Warum das? Isebrand rechnet fest damit einen Angriff auf Heide. Denn von dort aus kann die Geest schneller besetzt werden und die Marsch wird von den Zuwachswegen abgeschnitten. Es war ungewöhnlich kalt in diesem Februar 1500. Der Frost hielt schon lange an. Doch Wulf Isebrand brauchte Tauwetter für seinen Verteidigungsplan. Wir haben ein Problem. Carsten Holm ist Ihnen Verräter. Wie vertellt er den Dänenkönig über Isebrands Pläne? Weiß Wolf Bescheid? Ich glaub sofort zu ihm hin. Wo war ich? Ah ja, beim Wetter. Um seinen geheimen Verteidigungsplan durchzusetzen, brauchte Isebrand das Tauwetter als seinen Verbündeten. Und als erfahrener Marschbauer wusste er, dass es bald tauen würde. Denn dann wäre der Marschboden mit all seinen Gräben schlammig und für den Heereszug mit all seinen schweren Geschützen fast unpassierbar. Eine umfangreiche Geschichte, die Schlacht bei Hemmingstedt. Am 11. Februar stellte sich vor Grüntal ein riesiges Heer auf. Ungefähr 12.000, sagen die Chronisten. Darunter das gefürchtete Söldnerheer, die Schwarze oder Große Garde. Grausam, ein Söldnerheer, die man chartern konnte. Sie bestand aus Mauren, aus Franzosen, aus Engländern, aus Spaniern, aus Deutschen. Und überall, wo man hörte von ihnen, erschrak das Volk, hieß es. Warum Schwarze Garde? Sie trugen schwarze Tücher, schwarze Kleidung, das waren grausame Mordbrenner. Und die hatte der dänische König Johann mit seinem Bruder Friedrich geschartert, die vorab marschierten in einer Gesamtstärke von 4.000, sagt man. Der oberste Kapitän, der Anführer, war Thomas Sleinitz oder Thomas Slenz. War die Buhr die Garde kommt? War die Garde die Buhr kommt? War die Buhr die Garde kommt? War die Garde die Bude kommt. War die Bude die Garde kommt. War die Garde die Bude kommt. Ja, euch interessiert natürlich Wulf Isebrand, das weiß ich ja. Wer war Wulf Isebrand? Ihr wisst natürlich schon eine ganze Menge. Wulf Isebrand, ein gebürtiger Holländer, war mit einer Anna Mulen aus Eppenwörden verheiratet und wohnte in Hochwörden. Er war derjenige, der sagte, ich weiß einen Rat, was wir machen könnten. Er war ein Spezialist für die Marsch, für Deichbau und auch Wasserwesen. Und er hat gesagt, komm, wir werden hier am Landweg dieses ganze Gebiet mit mehreren Wegesperren versehen und eine Schanze bauen. Ja, dann los, komm,
Wolf Isebrand, er war, ich betone das immer wieder, der große Held und hat sie angefeuert. Die Garde kommt langsam in Bewegung im tiefen Schlamm. Hier links und rechts, alles unter Wasser. Warum war das unter Wasser? Man hatte die Schleusen aufgemacht. Es gab noch zwei große Priele, hat man zurückgestaut. Man wollte Wasser haben. Viel, viel Wasser, links und rechts. Und das ist angestiegen. Und so mussten sie so dicht gedrängt auf diesen Schlammdamm durchmarschieren, links und Wasser. Was haben die Dittmascher gemacht da oben? Sie haben ihre Helme weggeworfen, ihren Harnisch, ihren Brustpanzer, ihre Stiefel teilweise. Und sind wie die Berserker, wie die Barbaren. Es ging um ihre Freiheit und sie wussten, was in Meldorf passiert war. Die alten Frauen und Kinder und Säuglinge, die abgeschlachtet worden sind, das hat ihnen im Kopf, wie die Folgen. Es geht um unsere Freiheit. Runter und dann auf sie los. Und dann allmählich kam die Garde ins Wanken. Und beim dritten Versuch haben sie es geschafft. Reimer, ein großer Blonder aus Neunkirchen, holte den berühmten Thomas Lenz von seinem Pferd, der ganz vorne sitzt, und auf dem Boden die Hellebarde und stieß durch seinen Brustpanzer hindurch und er war tot. Da riss der Reimer und wuppte den Traum am Abstieg ihn hernieder. Er trat ihm dann fünf Fingerbreit das Eisen zwischen die Rippen. Es kam kein Laut, kein Seufzer mehr über des Junkers Lippen. Das ist für den Bluttag in Meldorf. So, es tut die Jubel. Wuhu! Ein bisschen mehr jubeln, tanzen, feiern. Wuhu! Ja, juhu, halleluja, ihr habt es geschafft. Es tut.